Der 1. FC Köln hat Mittelanstoß. Uwe Bein am Ball, neben ihm Lipaski. Das Spiel läuft. Und Bein. Bergomi, der Libero. Brady. Lipaski. Und Geils wird ein bisschen weggedrückt von Ferry. Steiners Schuss. Lipaski gegen Bergomi, das ist interessant. Eigentlich spielt Bergomi Libero bei Inter Mailand, allerdings in der Nationalmannschaft Außenverteidiger. Insofern ist das für ihn keine ungewohnte Vorteil. Der Platzverweis für Ferry in der 10. Minute, die zweite Chance für die Kölner beim Kopfball von Uwe Bein. Treten. Abgepfiffen. Powerplay der Kölner. Aber die Räume sind eng. Oh, oh, oh. Ganz schön mutig. Und jetzt Pierre Lipaski oder Klaus Allofs. Allofs Schuss. Teiche ganz ausgezeichnet. Er hat dieses sehr schwer zu leitende Spiel sicher im Griff. Hier wird mit Haken und Ösen und oftmals auch die Regeln des Erlaubten überschreitend gekämpft. Aber Pierre Lipaski sieht es noch locker. Lipaski. Nochmal Lipaski. Jetzt vielleicht. Lipaski. Schade. Dritter Eckball für den 1. FC Köln. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, Kolovati war sofort da und auch Brady ist mit zurückgekommen. Torentfernung 27 Meter etwa. Lipaski. Noch ein Freistoß für Köln vor der Pause. Das muss doch so eine Entfernung für Pierre Lipaski sein. Hier sehen Sie nochmal die Wiederholung.
Die Lücke für Alofs war Litbarski. Eckball für den ersten FC Köln. Pierre Litbarski. Litbarski. Schade. Hier sehen Sie es nochmal. Foul von Litbarski und Rummenigge. Alles nicht so schlimm. Litbarski. Foul von Brady. Litbarski. Lenov. Eine Stunde, meine Damen und Herren, ist vorbei. Uwe Bein. Endlich mal einer, der sich ein Herz fasst. In der 65. Minute. Das 1:1 im Kölner Stadion. Jetzt bleibt den Kölnern noch 25. Und jetzt ist natürlich alle weitere. Und der siebte gleich hinterher von der anderen Seite.
ohnehin nicht. Aber alle Achtung vor den Kölnern. Mehr als die Mannschaft heute gegeben hat, kann. Insofern nützt alles Hadern nichts. Die Kölner haben zweimal gegen Mailand verloren. Und das ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Alex Bonnet, der nach meinem Dafürhalten.